mencionarlos a todos. Por eso os saludamos cariñosamente a todos vosotros y de modo especial a los enfermos y jóvenes que están participando en esta Eucaristía. Un aviso a aquellas personas que sean celíacas y quieran recibir la comunión, pueden acercarse a la cruz que está aquí en el altar donde habrá un sacerdote para distribuirla. Preparémonos para vivir esta Eucaristía, hagamos silencio y recemos unos por otros, también por los sacerdotes que sirven al santuario y también para el Padre Teótimo. Dejémonos encontrar hoy por el Señor. Benvenuti pellegrini di lingua italiana, in particolare diamo il benvenuto ai pellegrini della parrocchia di Montelupo Fiorentino, un gruppo proveniente da Fiumicino, da Modena, i pellegrini organizzati da City Napoli e Opera Romana Pellegrinaggi. Ecco, ci ritroviamo per questa messa internazionale che i mercoledì, sapete bene, ecco, segue il suggerimento del tema pastorale dell'anno: il Signore ha fatto per me grandi cose. Siamo invitati quindi a celebrare questa Eucaristia per la preghiera. Ricorderemo in particolare oggi di nuovo tutte le vittime del terremoto di Città di Messico, sia di questa notte sia della settimana scorsa. Ricorderemo poi, ecco, tutti i nostri cari ammalati presenti o che si sono raccomandati alle nostre preghiere quando siamo partiti da casa. Pregheremo per i cappellani anche del santuario, per tutti coloro che sempre di più sono alla vera e profonda ricerca di Gesù Cristo, sorgente della nostra fede. Un avviso particolare poi per coloro che sono i celiaci. Al momento della distribuzione della comunione, ecco, i celiaci sono invitati a recarsi vicino al crocifisso dell'altare, lì ci sarà un sacerdote con le ostie appropriate per loro. Chiediamo a tutti raccoglimento sincero e fede profonda, perché il Signore ci viene a visitare con il suo pane eucaristico. Grüß Gott und ganz herzlich willkommen alle Pilger deutscher Sprache an diesem Mittwochmorgen zur internationalen Messe hier in der Basilika Pius X. Der Heiligen Eucharistie wird heute ein Bischof aus der Slowakei vorstehen, Bischof Gali. Ganz herzlich begrüße ich unter den hier anwesenden Gruppen die Seminaristen aus dem Bistum Würzburg mit ihren Begleitern und ganz besonders die Pilger und Pilgerinnen,
des Lourdes-Vereines aus dem Emsland in Ostfriesland im Bistum Osnabrück. Wir sind hier in Begleitung, auch die, die der Begleitung bedürfen als Pilger hier in Lourdes, verbunden auch mit all denen, die zu Hause geblieben sind, die auch die Möglichkeit haben, uns über Internet nahe zu sein in diesem Gottesdienst. Auch Sie können via Lourdes TV diesen Gottesdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal betrachten und sich anschauen. All jene unter Ihnen, die unter Glutenunverträglichkeiten leiden, es besteht die Möglichkeit, entsprechend konsekrierte Hostien unterhalb des großen Kreuzes hier am Altar zu empfangen. Wollen wir uns nun leiten lassen von dem Thema, das uns bereits von Anfang an in diesem Pastoraljahr begleitet. Ja, der Herr hat Großes an mir getan. Wir wollen die Jungfrau Maria bitten, dass sie uns wie die heilige Bernadette geleite, so wie sie sie geführt hat zu ihrem Sohn und dort ihre Personenwürde trotz aller Gebrechlichkeit gefunden hat. So dürfen auch wir uns leiten lassen, um befähigt zu sein zum Einstimmen des Wortes. Ja, auch an mir hat der Herr Großes getan. Goedemorgen en hartelijk welkom ook aan alle Nederlandstalige pelgrims hier bijeen voor deze internationale mis. En ook aan de mensen die met ons zijn verbonden via TV Lourdes en het internet om samen met ons te bidden. Van harte welkom allemaal. En ik begroet. En ik begroet graag vanmorgen in het bijzonder de pelgrims van de VNB uit Nederland en de pelgrims van Govaca uit Vlaanderen. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom ook aan de mensen die zijn gekomen in reisgroepen met de Duinen uit Herentals, Oatreizen uit Goor, de Maaskant uit Liet en de Stille Kempen uit Rijkenvorsel, Bisdom Antwerpen. Maar ook alle anderen die hier zijn, in familie, met een kleine groepje, met vrienden of alleen, hartelijk welkom. U hoort er evenzeer bij als alle anderen. Wij mogen Eucharistie vieren hier en we doen dit met het jaarthema van de Bedevaarten, met dat woord van Maria uit haar Magnificat: de Heer heeft grote dingen aan mij gedaan. Wij verheugen ons omdat Maria haar vreugde uitzingt. Wij mogen met Maria die vreugde bezingen, maar we mogen het ook leren om zelf de grote dingen van God in ons leven te zien en daarvoor dank te zeggen. De Heer wil ons altijd nabij zijn. Hij is onze verlosser. Hij is ook degene die ons begeleidt naar de liefde van de Vader. Laten wij voor Hem ons hart openstellen. Laten wij het stilmaken in ons hart en rondom ons. En wij beginnen onmiddellijk aan de viering. Getan Großes, dein sein Name sei gelobt, denn der Herr hat an mir getan Großes. Der Herr hat an mir getan Großes, dein sein Name sei gelobt, denn der Herr hat an mir getan Großes.
Menschen Gottes. O Maria, Mutter Jesu, Gesundheit der Kranken. O Maria, Mutter Jesu, Schatz der Armen. Sorriso di Dio, o Maria, Madre di Gesù, salute degli infermi, o Maria, Madre di Gesù, ricchezza dei poveri, non coming face. O Maria, Mother of Jesus, smile of God. O Maria, Mother of Jesus, health of the sick. O Maria, Mother of Jesus, treasure of the poor. Jesus, die uns einodierend angeht. O Maria, Mutter von Jesus, die uns rausglimmlacht anregt. O Maria, Mutter von Jesus, die der Sieg und Trost entstärkt rift. O Maria, Mutter von Jesus, die mit Armen und Schwachen mitlebt, sie wird accueillant. Ô Maria, Mère de Jésus, sourire de Dieu. Ô Maria, Mère de Jésus, santé des malades. Ô Maria, Mère de Jésus, trésor des pauvres, avec toi nous chantons. Le Seigneur vient pour toi des merveilles. Le Seigneur vient pour toi des merveilles.
Suche dort. O Maria, Madre de Jesús, sonrisa de Dios. O Maria, Madre de Jesús, salud de los enfermos. O Maria, Madre de Jesús, tesoro de los pobres. Nuestro Cristo canta. Des pécheurs. Ô Maria, Mère de Jésus, baume des cœurs meurtris. Ô Maria, Mère de Jésus, consolatrice des affligés. Ô Maria, Mère de Jésus, cause de notre joie. Avec toi, nous chantons. Le Seigneur fait de toi une merveille. Que sa grâce soit béni. Le Seigneur fait de toi une Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Milovaní bratia a sestry zo Slovenska, srdečne vás pozdravujem a na tejto medzinárodnej svätej omši, ktorá je v roku 25. výročia Svetových dní chorých s témou Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Svätá omša je o Pane Márii a takou zvláštnosťou bude, že počas nej môžeme si obnoviť svoje krstné sľuby. Ja sa budem pýtať síce po nemecky, ale všetci budeme spoločne spievať odpoveď krédo, 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 amen. Takže aby sme si v tej chvíli uvedomili, že chceme aj my obnoviť to svoje krstné zasvetenie, aby sme mohli žiť ako synovia a dcery Božie. Zum Beginn dieser Messfeier wollen wir uns besinnen und das Erbarmen des Herrn auf uns herberufen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Bösen getan habe. Ich habe Gesündigkeit in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der Herr erbarme sich unser, ernehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Christe,
bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Gloria, gloria, Christi, gloria, gloria, Christi, Dei filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, soci per peccationem nostram. Lasset uns beten. Gott, durch die Menschwerdung deines Sohnes hast du die Welt erfreut. Wir verehren Maria als Ursache unserer Freude. Gib, dass wir immer den Weg deiner Gebote gehen und unsere Herzen dort verankern, wo die wahren Freuden sind. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herr und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur,
car il se réveille et sort de sa demeure sainte.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Maria stond op en ging in die dagen met spoed op weg naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en werd Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waarom overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot voltooiing zal komen wat haar door de Heer gezegd is. En Maria zei: Hoog verheft mijn ziel de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn heiland, omdat hij neerzag op de nederigheid van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig, omdat hij die machtig is, mij grote dingen deed en heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid geldt van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Zijn kracht doet hij gelden met zijn arm. Trotsen van hart slaat hij uiteen. Hij haalt machtigen omlaag van hun troon, maar nederigen verheft hij. Hongerigen vervult hij met goede gaven, maar rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël is hij te hulp gekomen. Gedachtig zijn barmhartigheid, zoals hij gesproken had tot onze vaderen, jegens Abraham en zijn geslacht voor eeuwig. Maria verkeerde ongeveer 3 maanden bij haar en keerde naar huis terug. Blessed are you, Virgin Mary, who believes that the promise made by the Lord will be fulfilled. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Liebe Pilger aus Deutschland, Holland, Slowakei, Kroatien und anderen Ländern. Herzlich willkommen in Lourdes. Mit unserer Wallfahrt erfüllen wir den Wunsch der schönen Frau zu Bernadette. Kommen Sie zur Grotte in den Prozessionen. Und wir sind da. Und wollen wir durch Gebet und Buße um die Bekehrung der Sünder zu bitten. Vielleicht fühlen wir uns auch an die Peripherie des Lebens wie Bernadette. Auch für uns ist die Mutter Gottes hier, wie Bernadette später sagte, Mädchen jung und klein wie ich. Durch ihre Augen und ihr Lachen teilt Jungfrau Maria nicht nur mit Bernadette, sondern auch mit uns
Freude, ihr Magnificat, Fruchtbarkeit des Lebens und die uns erlauben, dass uns Gott besuchen kann. Jungfrau Maria schaute mich als Person an, die zur Person spricht. So hat Bernadette die Mutter Gottes bei der ersten Erscheinung wahrgenommen. Heute schaut Mutter Gottes hier genauso an jeden von uns. Das ist sehr wichtig zu wissen. Ich existiere für jemanden. In erster Linie ist das die Freude der Dreifaltigkeit Gottes, der Personen, die existieren eins für die anderen. Aber das ist auch die Freude der Kinder, kleinen, kranken, einsamen, verwandlosten, nie geliebten, also uns allen. Lourdes, in der einzige Platz in der Welt, wo die Kleinen und die Kranken kommen. Ihre Handicaps verwandeln hier in die Pforte des Lichtes. Die Gnade des Blickes, des Schauens, die nicht beurteilt, sondern liebt. Mit Jungfrau Maria und Bernadette danken wir für den Ort und die Zeit der Barmherzigkeit. So werden unsere Körper und Herzen fähig für das Werk Gottes, für das Werk der Heilung und Vergebung, die uns anvertraut ist und durch uns verkündet und auch verbreitet sein konnte. So wünsche ich Ihnen von Herzen gesegneten Aufenthalt und Rückfahrt in Ihre Heimat. Gottes Segen begleite Sie in allem. Amen. Schwestern und Brüder, durch die Taufe wurden wir mit Christus begraben, damit wir mit ihm das neue Leben erlangen. Bekennen wir unser Glauben an den wahren und lebendigen Gott. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Amen.
glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, geboren von der Jungfrau Maria, der gelitten hat, begraben wurde und von den Toten auferstand und der Sitz zur Rechten des Vaters? Den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist unser Glaube, das ist der Glaube der Kirche, den wir gerne bekennen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Allmütig im Gebet wenden wir uns mit unseren inständigen Bitten für alle Menschen an unseren Herrn, auf dass jeder Mensch ein auskömmliches und friedvolles Leben führen könne und zur ewigen Freude gelange. Prions pour l'Église. Pour que l'Église annonce avec une ardeur nouvelle les merveilles de Dieu à tous les hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les personnes malades. For the sick that helped by the intercession of Mary, they may obtain healing of body and comfort in trials. Let us pray to the Lord. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les pécheurs. Per la conversione dei cuori induriti, affinché si lasciano condurre dallo Spirito Santo e scoprano così la gioia di essere salvato. Preghiamo il Signore. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les familles. Für junge Menschen auf dem Weg zur Ehe, damit sie das Leben in Freude und Vertrauen empfangen, lasset zum Herrn uns beten. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Por todas las regiones del mundo que sufren a causa de los conflictos y de las guerras, y por la paz entre todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos audinos. Te rogamos audinos. Prions avec nos frères slovaques. Za nás tu prítomných zo Slovenska a tých, čo nás počúvajú cez Rádio Lumen, aby sme na našich životných cestách cítili mocný príhovor a ochranu Panny Márie a tak napredovali na ceste svetosti, zachovávajúc Božie prikázania a plniac Božiu vôľu. Prosme Pána. Te rogamus audinos. Dat ieder van ons mag ervaren dat er meer vreugde steekt in het geven dan in het ontvangen. Laat ons zingend bidden.
Te rogamus, audinos. Te rogamus, audinos. Gott, der alle Menschen errettet und will, dass keiner verloren geht, höre das Gebet deines Volkes und gewähre ihm die Freude, erhört zu werden durch Christus Jesus, unseren Herrn.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, nimm die Gaben der frohlockenden Kirche an und gib allen, die du im Sohn der unversehrten Jungfrau Maria, unserem Erlöser, reich beschenkt hast, ach, die ewige Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erheben die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und beim Gedenken an deine geliebte Tochter, die selige Jungfrau Maria, das Gewehr deiner Gnade gebührend zu rühmen. Denn du hast Großes an ihr getan. Ihr seligen Aufgang kündet der ganzen Welt Freude an. In jungfraulichen Geburt hat sie uns Christus das heitere Licht gebracht. Ihr demütiges Leben erläutert allen Kirche. Du hast Maria genommen in die Herrlichkeit des Himmels, wo in sondern Liebe als Schwester und Mutter auf uns wartet, bis wir zusammen mit ihr dich schauen auf ewig. Darum vereinen wir uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, gloria tua. In nomine Domini.
Sanctus est Domine, merito te lauda Domini sate condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quod quasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut egmuneraque tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et ibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipies calicem, et ibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salvator mundi, salva nos. Alleluia. Alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos. Alleluia. Alleluia. Expectamus adventum tuum. Alleluia. Alleluia. Memore sigitur, Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis ed ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ixe nos tibi perficia numus aeternum, ut cum electis tuis hereditate consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetricis, Maria, cum beato Iosef, eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum santa Bernadetta et omnibus santis, quorum intercessionem
perpetuum ad punte, confidimus adjuvari. Hec hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, atotius mundi paciam atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinatam in terra. In fide et caritate firmare dignieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicolao, cum Episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huis familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filius tuus ubique dispersos, tibi clemens pater miserator coniuge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum beninius admitte, abi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter sanciemus, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cumta largiris. Per Christum et in ipsum et in ipso est tibi Deo Patre omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, Mächtiger Vater, vom allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meine Friede gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glaubenden deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Wünscht euch den Frieden. Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt der Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sing for the
bringt nicht uns in den Brot und Wein und zur Nahrung auf den Wegen des Lebens. Du Gott bist Gott. Allmächtiger Gott, gläubig bekennen wir, dass der Sohn der Jungfrau Maria wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Stärke uns in diesem Glauben durch das Sakrament, das wir empfangen haben, und lass uns durch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi zur ewigen Freude gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
et Filius et Spiritus Sanctus. Béni soit le Seigneur, Créateur du ciel, de la terre et des océans. Bénissez-le dans son temple saint. Bénissez-le par vos cris de joie. Bénissez-le, chantez sa gloire. Vous tous, messagers de ses desseins divins, vous tous, adorez et bénissez son nom. Proclamez que le Seigneur est bon, vous tous adorez et bénissez son nom. Jouez, dansez, chantez pour lui. Alléluia, alléluia. Vous tous adorez et bénissez son nom. À lui, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Honneur et gloire pour toujours. Splendeur et majesté dans tous les siècles. Soyez en fête et bénissez son nom. Soyez en fête, soyez en fête et bénissez son nom. Soyez en fête. À lui, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, honneur et puissance pour l'éternité. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Alléluia. Bénissez-le dans son temple saint. Bénissez-le par vos cris de joie. Bénissez-le, chantez sa gloire. Vous tous, messagers de ses desseins divins, vous tous, adorez et bénissez son nom. Proclamez que le Seigneur est bon, vous tous adorez et bénissez son nom. Jouez, dansez, chantez pour lui. Alléluia, alléluia. Vous
tous adorez et bénissez son nom. À lui, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, honneur et gloire pour toujours, splendeur et majesté dans tous les siècles. Soyez en fête et bénissez, soyez en fête, soyez en fête et bénissez son nom. Soyez en fête. À lui, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, honneur et puissance pour l'éternité. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia.
anielským pozdravením zvon sa ozýva. Každý verný kresťan dnes Máriu vzýva. Ave, ave Mária, zazněj vrúcný hlas. Zdravá, zdravá z kráľovna, srdce plesaj v nás. Pánu aniel pánovo, takto pozdraví. Poklonil sa Márii a jej hovoril. Ave, ave Mária, zazněj vrúcný hlas. Zdravá, zdravá z kráľovna, srdce plesaj v nás. Aniel Pána zvestoval Pane Márii a ona počala z Ducha Svätého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravá z Mária, milosti plná, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravá z Mária, milosti plná, tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Poroduj za nás, Svätá Božia Rodička. Modlíme sa, Bože, za anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista nášho Pána. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, nachádzame sa pri Lurdskej jaskyni. Po svätej omši sme sa prišli spoločne poďakovať
aj za túto púť, ktorú sme mohli absolvovať. Dneska sme tu na posledný deň. Teraz odozdávam slovo otcovi biskupovi. Milí pútnici, tak ako sme s nádejou putovali, tak teraz s ešte väčšou nádejou, naplnený všetkými tými dobrými milosťami, ktoré Pán cez Matku Božiu nám tu v Lurdoch preukázal, sa pomaličky budeme vracať naspäť domov, aby sme s tým, čím sme naplnili svoje vnútro, sa mohli podeliť. Stále je to v tých myšlienkach témy, ktorá je na tento rok tu v Lurdoch, že veľké veci nám urobil Pán, ktorý je mocný. Naozaj On je ten, ktorý je mocný a ktorý stále preukazuje veľké veci každému a každej z nás. Takže to, za čo sme sa tu modlili, za všetkých, ktorí nás doma sprevádzajú modlitbami, ktorí počúvajú Rádio Lumen a naozaj sa tešia a robia nám to zázemie, tak pamätajme aj na nich. No a všetkým, ktorí sme na tejto púti, vyprosujme si, aby sme ešte šťastlivo sa mohli vrátiť medzi svojich drahých a aby sme mohli naplňať to, k čomu sme boli aj tu povzbudení, že Matka Božia z toho výklenku stále pozerá na každého z nás a nikto jej nie je neznámy, ba naopak, každý jeden z nás je milovaný. Tak vám všetkým nech na ceste života pomáha Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. No a ešte oslavme Lurdsku. Lurdská hviezda prekrá.